Servus, Leute. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was dieses kleine Vorwort, diese Begrüßung, diese Ankündigung, nein, diese kleine Einführung zu bedeuten hat. Das folgende Projekt, Mega Man Overload 1, habe ich im Sommer aufgenommen und ja, sollte eigentlich schon lange hochgeladen werden nach Mega Man X2. Allerdings gab es dann leider technische Defekte, die es verhindert haben. Wahrscheinlich hat irgendeine Art Virus oder so meine Dateien befallen. Nicht nur Mega Man Overload wurde davon betroffen, auch Halo 3. Die Videos musste ich alle löschen, es waren 8 Videos. Banjo-Kazooie wurde davon betroffen, allerdings nur ein einziger Part. Da habe ich aber dann Musik darunter gelegt. Und Super Meat Boy, ein Part. Der musste auch komplett gelöscht werden. Und andere private Dateien und Videos. Einige davon habe ich wiederbekommen. Andere sind jetzt leider für immer weg. Das lässt sich jetzt nicht mehr dran ändern. Und Mega Man Overload, Mega Man Overload 1 wurde davon auch betroffen. Fast alle Videos, fast ein paar davon nicht. Mega Man X2 hat es auch ein, zwei Parts erwischt, aber das habe ich zum Glück wieder ausbessern können. Also wundert euch nicht, falls jetzt hier in Mega Man Overload einige Parts ja, wie soll ich sagen, es ist lange her, dass ich mir die Parts jetzt selber angesehen habe, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, welche Defekte es waren. Bei einem weiß ich noch, dass es keine Musik mehr gibt. Andere Parts musste ich komplett löschen, die habe ich dann neu aufgenommen. Und wie gesagt, dafür kann ich leider nichts. Und das ganze Projekt ist schon lange her, dass ich es aufgenommen habe. Also im Sommer, genauer zu sein, habe ich glaube ich schon gesagt. Also wundert euch nicht, falls meine Stimmung oder das, was ich sage, irgendwie nicht mehr ganz zur Jahreszeit oder wie auch immer passt. Denn einiges wird sowieso, ja. Wie soll ich sagen, einiges von dem, was ich sage, entspricht mittlerweile nicht mehr so ganz der Wahrheit. Zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen habe, schon, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr. Also wie gesagt, wundert euch nicht über, ja, über defekte Videos oder wie auch immer. Ich habe versucht, die Videos so gut wie es nur irgend möglich geht wiederherzustellen. Ich weiß bis heute nicht, was genau der Fall war, warum die ganzen Videos alle defekt waren und so weiter. Aber naja, lassen wir das jetzt auf jeden Fall. Jetzt geht es endlich los mit Mega Man Overload 1, der erste Part. Ich hoffe, ihr könnt über die ganzen kleinen Fehler hinwegsehen und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Projekt. In the year 2006, a super robot named Mega Man was created. Dr. Light created Mega Man to stop the evil desires of Dr. Wily. However, after his defeat, Dr. Wily created 8 of his own robots to counter Mega Man. Wir steigen immer höher und höher. Nein, ich glaube, ich muss mich doch aufsetzen, meine Tonspur ist zu leise. Ja. Und da steht er. Servus Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr seht, es ist Mega Man 2. Es ist aber kein gewöhnliches Mega Man 2. Es ist nämlich Mega Man 2 Overload. Ein Mega Man Hack, der gemacht wurde von Detourist Simon und Osoma LP. Und dieses Mal sage ich es auch richtig, weil in Cryout, also Mega Man 3 Cryout, habe ich ja gesagt, dass der Hack von Osoma und Simon stammt. Dem war nicht so, der stammte nämlich nur von Simon. Dieser Hack hier stammte von beiden. Und ich werde mich daran versuchen, vor allem da beide gewünscht haben, dass ich den Hack let's playe und Simon mich die ganze Zeit dazu drängt, also spiele ich es einfach mal. So, Start, ja, das meine ich. Simon hat mir eine Liste geschrieben, wer welche Stage gemacht hat. Also Osoma, Osoma, Simon, 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 Osoma, Osoma, Simon.
Und Simon hat die Wily Stage 1 und 2 gemacht und der Soma 3 und 4. Und er hat mir gesagt, dass die Wily Stage 3 die einzige wäre, die an Cryout-Niveau herankommt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Und, boah, ist das heiß, ich komme um. Ja, das ist übrigens das zweite Mal, dass ich, naja, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich mit einer Krankheit aufnehme, aber, es geht mir nicht so sonderlich gut, weil draußen ist es so heiß und mein Kreislauf spielt total verrückt. Ich habe einmal kurz in die Bubbleman Stage reingeguckt, um zu gucken, ob es auch wirklich der Hack ist. Aber da gucke ich jetzt. Oder soll ich reingucken? Ja. Ja, deswegen spiele ich auch hier jetzt, weil es ist so heiß. Ich habe alle Fenster. Oh Mann, das tut meinen Augen gerade gar nicht gut. Ich habe meine Fenster alle aufgerissen, als wenn man mal ein Auto vorbeifahren hört. Tut mir leid, aber da kann ich jetzt wirklich keine Rücksicht drauf nehmen. Aber ich muss eins noch dazu sagen, ich bin in Mega Man 2 verhältnismäßig sehr schlecht. Nein, warum habe ich das getan? Also ich bin in Mega Man 3 wesentlich besser als in Mega Man 2, weil ich die Steuerung von Mega Man 2 einfach nicht so gut finde. Und jetzt in meinem Zustand bin ich wahrscheinlich noch viel, viel schlechter. Der verschwinde Frosch. Oh Mann. Dieses Bild, ich darf da nicht so lange drauf gucken. Ich hätte nicht zu Bubbleman gehen sollen. Denn er wird jetzt echt nicht so prickelnd. Ah. Scheiße. Also nicht scheiße, weil ich gestorben bin, sondern. Oh, dieses Bild. Nee, geht nicht. Nee, ich muss zu einem anderen gehen. In meinem Zustand jetzt kann ich diesem Bild nicht in die Augen gucken. Sorry Leute, aber das geht gerade überhaupt nicht. Ja, ihr fragt euch, warum nehme ich überhaupt in diesem Zustand auf? Weil ich muss mich irgendwie ablenken und da kommt mir das Aufnahmen gerade recht. Welche Stage nehmen wir stattdessen? Metal Man. Also sorry für den absichtlichen Tod, aber... Nein, geht überhaupt nicht jetzt. Ah ja. Simon hat mir natürlich auch gesagt, dass man in manchen Stages Items benötigt, um weiterzukommen. Ich erinnere mich gerade wieder daran. Und hier braucht man Item 1 und Item 3. Also kann ich diese Stage auch schon vergessen. Mann, was für ein Spitzenanfang. Es ist ja nicht auszuhalten, mir ist so heiß, also mal ganz im Ernst, Leute. Es scheint nicht mal die Sonne, also wir haben es bewölkt und ich habe alle Fenster offen, ich habe die Türe offen. Deswegen wundert euch nicht, wenn da irgendwelche Geräusche kommen. Und trotzdem ist es so heiß, ich könnte kotzen. Versuchen wir Airman. Ja, was ich noch sagen wollte, die einzigen Mega Man-Spiele, die ich nicht so gut beherrsche, sind Mega Man 2 und Mega Man 4. Beziehungsweise Mega Man 2 beherrsche ich nicht gut und Mega Man 4 mag ich überhaupt nicht so gerne. Aber naja. Und hier benötigt man auch ein Item, glaube ich. Oh. Oh nein. Spitzenanfang. Braucht man wahrscheinlich Item 1, das man von Heatman bekommt. Und ja. Bringt gar nichts. Ich will jetzt nicht zu Heatman gucken. Gucken wir mal zu Flashman, denn von dem bekomme ich Item 3. Und dann könnte ich in Metal Man weiterkommen. Oh, das ist ja das mir nice. Aber nun gut, Simon hat gesagt, dass der Hack nicht so schwer wie in Cryout ist. Und jetzt? Hier braucht man Item 2. Das heißt, ich muss Heatman zuerst machen. Und ich wette, da hat Simon so eine scheiß Passage eingebaut. Okay. Ich muss zuerst zu Heatman gehen und die Stage schaffen. Dann muss ich zu Airman gehen. Und dann muss ich zu Flashman gehen.
Boah. Also sorry, dass ich jetzt gerade still war, aber irgendwie, oh. Fuck. Mein Gesundheitszustand, der ist nicht gerade blendend. Also warum nehme ich dann noch weiter auf, weil ich verrückt bin? Nein. Doch, verrückt bin ich auch, aber ich muss mich irgendwie ablenken. Auch wenn ich hier jetzt ein bisschen leide, aber... Also wundert euch nicht, wenn mein Skill jetzt ziemlich armselig ist. Weil, ja, Gesundheitszustand und so weiter. Das sieht seltsam aus. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das so wie beim Rechnen der Fall ist, weil, oh nein. Okay, gucken wir mal. Okay, da scheinen sie nichts daran verändert zu haben. Wow, Mega Man fiel gerade schnell. Oh, ich hasse diese Sprünge. Musste das sein, Simon? Oder? Ne, doch, Heatman hat Simon gemacht. Aber immerhin starte ich hier. Und ich starte an der falschen Stelle. Okay, so kann ich sowieso schon vergessen. Oh mein Gott. Er ist nicht gesprungen. Oh. Es könnte übrigens sein, dass ich mich hier sehr, sehr aufregen werde. In diesem Part. Weil, ja gut, man. Ich gucke mir jetzt jede Stage an. Weil, ich weiß nicht, ob es manche... Er hat grüne Augenbrauen. Ich weiß nicht, ob es manche von euch wissen, aber... Was Computerspiele betrifft, rege ich mich eigentlich nie auf. Außer, die Gelegenheit steht günstig dafür. Und das bedeutet, dass, jawohl. Das bedeutet, dass man entweder zu heiß sein müsste oder mein Gesundheitszustand nicht ganz so gut sein müsste. Und das ist hier definitiv der Fall. Ja, trifft mich. Hau ab. Ich will das haben. Ach, bekomme ich sowieso nicht. Doch, komm, bekomme ich. Also, falls ich angeschlagen, angekratzt, wie auch immer klinge, dann wundert euch nicht. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendetwas sagen. Achso, ich habe... Nein! Ich habe auf der Suche... Also, ich habe... ich sollte nicht rumstammeln. Na, egal. Ich habe... Na, was habe ich... Ich kenne den Satz, ich will ihn sagen, aber... Wow, das war knapp. Na, denk nach, Wolf, wie heißt der Satz? Ich kenne ihn, oh, ich bin so neben der Spur, ich kenne nicht mal meinen Satz. Ja, ich habe auf der Suche nach Serien für... Na, war klar. Für Serienwolf... Kann man da runter? Ja, will ich gar nicht. Für Serienwolf habe ich mal wieder das Internet durchstöbert. Und da habe ich noch einige gute alte Serien entdeckt. Und da habe ich mir ein paar davon angesehen, weil vielleicht hilft das meinen Gemütszustand etwas auf die Beine. Aber wie ihr hört, hat es wahrscheinlich nichts gebracht, weil ich habe, zum Beispiel habe ich MacGyver gefunden. Also MacGyver sollte eigentlich jeder von euch kennen. Und das hat, ja, verschwinde, komm her. Und das hat sich meine Mutter damals gerne angesehen. Ich eigentlich, naja, wenn es mal lief, okay, aber nein. Verschwinde, du Affe. Nein, 1000 Vögel. Ja, weg mit die Affe. Oh, ja, ich habe mit Geiger getroffen, wollte ich fast schon sagen, nee. Aber er springt nicht, mein Gott. Ich habe mir mit Geiger ein paar Folgen angesehen, zumindest zwei Folgen. Oder beziehungsweise drei hatte ich noch, er springt schon wieder nicht, hatte ich noch in Erinnerung, nämlich einmal, wo er vergiftet wurde und 6 Stunden Zeit hatte, um zu überleben und das Gegengift zu holen. Na, Stitch, Quickman, meinetwegen. Ja, das war die 11. Folge und einmal eine der letzteren Folgen, wo er im Mittelalter gelandet ist. Und diese Stage vom Mittelalter, nee, was laber ich? Diese Folgen, wo er im Mittelalter gelandet ist, die haben mich an einen Film erinnert. Und diesen Film habe ich mir jetzt auch besorgt. In gewisser Weise. Oh nein.
Weil der Film heißt Rita Jamal, eine schwarze Komödie. Leckt mich! Moment. So, da bin ich wieder zurück. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Rita Jamal. Eine schwarze Komödie. Ist ein ziemlich cooler Film, den solltet ihr euch mal angucken. Also wenn ich das schon sage und ich gucke mir generell nicht so sehr menschliche Filme an, dann muss das was heißen. Nein! Ich wollte nach rechts. Ja, deswegen nämlich. Simon hat Quickman gemacht, nicht wahr? Ja. Wundert mich ja überhaupt nicht. Na? Euch mal. Moment. Shit. War klar, dass Simon das gemacht hat. Komm schon. Oh, gut. Oh, jetzt kommt eine schwere Stelle. Zumindest damals im Original war das schwer. Tja. Er ging nicht nach unten. Jetzt bin ich da schon mal mit Glück durchgekommen. Nur Leben. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel nur so schwer ist oder ob ich mich aufgrund meines Gemütszustands nur so anstelle. Ich glaube, es ist beides. Ja, ich habe da eine einzige Chance, um runterzukommen. Und gut, lassen wir das. Stage Select Crash Man. Ja, Rita Jamal, eine schwarze Komödie. Ziemlich cooler Film. Und ja, das hat mich eben an MacGyver erinnert. Umgekehrt, MacGyver hat mich an Rita Jamal erinnert. Und Mega Man ist schon wieder durchgesprungen. Ich merke gerade, meine Hände sind. Oh, die spüre ich kaum noch. Die prickeln wie verrückt. Ich hasse Crashman Stage. Weil ich die Musik hier so scheiße finde. Ja, das ist bei mir so ein seltsames Phänomen, dass ich meistens ein Computerspiel nur dann gut finde, wenn die Musik auch gut ist. Nein. Nein, ich. Ja, das meine ich nämlich. Aber nun gut, heute Nacht ging es mir auch nicht sonderlich gut, weil mir war so heiß, das glaubt ihr gar nicht. Ich dachte, ich bin in einer Sauna. Ohne Witz, ich habe heute Nacht 6 Liter Flüssigkeit zu mir genommen. Und das war auch dumm. Das war gut, aber war irgendwie klar, dass der Weg falsch ist. Also, ich habe 3 2-Liter-Flaschen Flüssigkeit zu mir genommen. Und das ist irgendwie allein schon in einer Nacht. Naja. So, jetzt haben wir uns jedes Stage angesehen. Ich glaube, ich gehe zuerst zu Bubble Man. Von wegen, der hätte es nicht so schwer wie Cryout. Weißt du was, Simon? Fick dich ins Knie, aber sowas von. Du kannst nicht mal so kreuzweise. Tut mir leid für meine Ausdrucksweise, aber jetzt zur Zeit geht es mir wirklich nicht so gut, als ob ich jetzt noch irgendwie darauf achten könnte, wie ich spreche oder so. Naja, lass mich in Ruhe, Frosch. Frosch fallen. Da, friss. Hau ab, Fröschlein. Fröschlein vor allem. Oh, meine Augen. Scheiße, Mann. Das ist die Le Ah, das ist die ein. Scheiße, ich kann da nicht hingucken. Das ist die einzige Stage, die ich einigermaßen beherrschen würde, aber aufgrund meines der. Boah, das ist ätzend. Aufgrund meines derzeitigen Zustands ist diese Stage fast unmöglich. Das war vielleicht dumm. Er springt schon wieder nicht. Mein Gott! Oh, ich muss. Nein. So. Ich lege lieber mal Handy und Fernbedienung weg. Ansonsten schlage ich da noch drauf. Weil ich bin so einer, der auf den Tisch schlägt und ich habe keine Lust, an das Handy zu treffen. Weil das ist immer ein Weihnachtsgeschenk.
Jawohl, danke. Leck mich, Frosch. Nee, 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 ruhig bleiben, Wolf. Bleib schön ruhig, ruhig, ruhig. Stage Select, okay. Lass mich überlegen. Woodman kam ich einigermaßen weit. Woodman. Versuch nur Heatman nochmal. Scheiße, meine Hände zittern wie wild. So kann ich nicht spielen, das ist unmöglich. Ja, ich habe ein paar Mal auf den Tisch geschlagen, um das Zittern aus den Händen loszuwerden. Das funktioniert bei mir manchmal, aber heute irgendwie nicht so sehr. Ist ja irgendwie logisch, mein ganzer Kreislauf spielt verrückt. Ich bin echt am Arsch zurzeit. Scheiß Hitze, scheiß Sommer. An sich mag ich den Sommer ja, weil er eine coole Jahreszeit ist, aber er ist mir einfach viel, viel zu warm. Aber sowas von. Globale Erwärmung am Arsch, das muss überhaupt nicht mehr nötig sein. Auch so killt mich der Sommer. Meine Lieb... Boah, das ist jetzt tatsächlich voll schwindelig geworden. Meine Lieblingsjahreszeit ist tatsächlich der Herbst. So, nochmal. Komm her. Ah, danke. So, und jetzt nach rechts. Das kannst du auch mega meinen. Warum? Ich dumm Trottel. Oh, das ist nicht wahr. Er springt nicht, mein Gott. Mein Gott. Nee. Den Ton brauche ich jetzt nicht. Ja, ich habe eben mein Headset weggeworfen. Tut mir leid, Leute. So, jetzt hänge ich mir das Headset um den Hals. So wie ich es zu Beginn meiner Let's Play-Karriere gemacht habe. Ich versuche noch einmal Heatman und wenn es nichts wird, dann... Ich merke jetzt schon, dass es nichts wird. Mir ist richtig schwummrig vor Augen. Oh Mann, Simon und Soma, die lachen sich bestimmt tot. Nee, warum sollten die sich totlachen, wenn es mir nicht so gut geht? Ganz im Gegenteil. Warum mache ich so eine Scheiße? Ich kann nicht mehr klar denken. Tut mir leid, Leute. Zwei Leben, ja. Ich muss mich daran setzen, wenn ich fitter bin. Warum denke ich auch aufnehmen zu können, wenn es mir so schlecht geht? Ich meine, warum lerne ich das nicht? Mein Pokémon hat es mir auch nichts gebracht. Ja, und das war Absicht. Aus Energie fallen, danke. Irgendwie muss ich meine Laune jetzt etwas heben. Ich wollte da eigentlich reinstürmen, voller guter Laune. Und ja, man hört meinen Controller, wie ich ihn drücke, ist mir jetzt hoch Lunze. Ist mir scheißegal. Eigentlich wollte ich da reinstimmen mit mehr als guter Laune und ich weiß, dass Mega Man Schüsse da abprallen. Nur Bubble Man und Quick Man können die Dinge verletzen. Aber den Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, kann ich nichts heißen, ganz im Ernst. Deswegen versuche ich jetzt noch ein letztes Mal Heatman. So, Mega Man, fall richtig, verdammt. Danke. Ich echt trockenlegen. Ich hasse es. Trefft mich. Okay. Ja, danke. Mega Mensch. Springt nicht. Du kleiner verfickter Bastard. Kannst nicht mal springen. Nee.
hat keinen Sinn, nicht in diesem Zustand. Tut mir leid, Leute, dass der erste Part so scheiße war. Oh Mann, meine Hände, die zittern wie verrückt, so kann ich unmöglich spielen. Eiskalt, Schweißgetränk, zittern wie verrückt und mir geht's auch nicht so sonderlich. Ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen. Das ist alles nur wegen dem Kreislaufproblem, weil es draußen so warm ist. Und wenn es nachts wird und dadurch ein bisschen kühler, wenn es nachts mal kühler werden würde, aber nachts ist es leider genauso warm, dann würde es mir garantiert besser gehen. Und egal, das war der erste Part von Mega Man 2 Overload. Tut mir leid, dass ich jetzt so grandios versagt habe in dem Zustand. Nee, absolut unmöglich. Wir sehen uns das nächste Mal. Für dich.